Die Geschichte beginnt im alten Rom, wo wir Lucius treffen, einen Architekten, der mit finanziellen Problemen und einer kreativen Blockade zu kämpfen hat. Seine innovativen Ideen werden ständig von Kunden abgelehnt, die seine Vorstellungen als veraltet und irrelevant betrachten. Eines Tages schließt sich Lucius widerwillig einem Freund in einem belebten öffentlichen Badehaus an, um sich zu entspannen, obwohl er es als den wenigsten erholsamen Ort aufgrund des lauten und unbekleideten Publikums empfindet. Überwältigt von der Umgebung taucht er unter Wasser und bemerkt bald, wie sich am anderen Ende der Badewanne ein kleiner Strudel bildet. Die Neugier treibt ihn dazu, nachzuforschen, aber er wird rasch von einer starken Strömung fortgerissen. Innerhalb von Augenblicken befindet sich Lucius in einem tunnelartigen Gang und ringt nach Luft. Nach einem verzweifelten Kampf taucht er schließlich auf, nur um festzustellen, dass er sich nicht mehr im römischen Badehaus befindet. Zu seiner Verblüffung steht er in einem modernen japanischen Badehaus, umgeben von verwirrten älteren Männern. Lucius schließt, dass diese Personen mit ihren mongolischen Merkmalen zu einem flachgesichtigen Stamm gehören müssen. Nachdem er den anfänglichen Schock überwunden hat, erkennt er, dass dieses Badehaus bei weitem fortschrittlicher ist als alles, was er in seiner Zeit erlebt hat, mit innovativen Merkmalen wie Körben, Wasserhähnen und einer Massagevorrichtung, die ihn erstaunen. Unbeabsichtigt gerät er in den Umkleidebereich der Frauen und wird prompt von einer verärgerten älteren Frau niedergeschlagen. Die Erzählung führt uns dann zu Mami, einer kämpfenden Manga-Künstlerin, die sich von Lucius' unkonventionellem Aussehen inspirieren lässt, um eine neue Figur zu erschaffen. Sie beginnt, sein Porträt zu zeichnen. Später erlangt Lucius das Bewusstsein wieder und ihm wird eine Flasche aromatisierter Milch angeboten, die er absolut köstlich findet. Ihr süßer und kalter Geschmack überwältigt ihn und führt dazu, dass er erneut das Bewusstsein verliert. Beim Erwachen ist Lucius wieder im alten Rom, umgeben von besorgten Männern, die ihm mitteilen, dass er beinahe im Badehaus ertrunken wäre und erst vor wenigen Momenten gefunden wurde. Zunächst glaubt er, dass seine Begegnung mit dem flachgesichtigen Stamm nur ein Traum war, aber er entdeckt die leere Milchflasche neben sich. Die Geschichte springt dann 2 Monate in die Zukunft. Lucius präsentiert dem Besitzer des Badehauses einen fortgeschrittenen Renovierungsvorschlag und erhält Lob für seine Kreativität sowie ein beträchtliches Einkommen. Das Badehaus enthält nun Innovationen wie Körbe, Massageräume und süße Milch, um das Badeerlebnis zu verbessern. Während er im Bad ist, äußert ein älterer Mann den Wunsch, ein Badehaus in seinem Haus zu haben. Als Lucius darüber nachdenkt, wird er erneut von einer Strömung fortgerissen und landet in einer Badewanne des 21. Jahrhunderts. Ein Mann betritt das Badezimmer und bittet Lucius um Hilfe bei seinem Bad, was Lucius moderne Annehmlichkeiten wie eine Dusche und eine Duschhaube entdecken lässt. Zufällig gehört dieses Haus Mami, die Lucius auf dem Boden liegend vorfindet. Sie eilt, um ihr Skizzenbuch zu holen, kehrt jedoch zurück und findet ihn verschwunden. Zurück in Rom baut Lucius eine Badewanne für den älteren Mann und häuft ein beträchtliches Vermögen an. Seine Frau jedoch bleibt unzufrieden und sehnt sich nach einem Kind und beklagt sich über seine ständige Beschäftigung mit der Arbeit. Es entbrennt ein hitziger Streit, der damit endet, dass sie ihn verflucht und fortgeht. Einige Tage später wird Lucius von einem Boten des Kaisers Hadrianus angesprochen, der für seine Grausamkeit bekannt ist und Gerüchten zufolge gegnerische Kabinettsmitglieder beseitigt hat. Von dem Trubel um Lucius' Erfindungen fasziniert, zeigt sogar der Kaiser Interesse an seiner Arbeit. Während ihres Treffens lobt der Kaiser Lucius für seine künstlerischen Leistungen im öffentlichen Badehaus und beauftragt ihn, ein einzigartiges und bahnbrechendes privates Bad zu schaffen. Lucius nimmt die Herausforderung an und ist entschlossen, den Kaiser zu beeindrucken. Während der Nacht sucht Lucius die Stadt nach Inspiration für ein prächtiges Badehaus ab, findet sich jedoch peinlich berührt von seiner Unfähigkeit, originelle Ideen zu generieren. Plötzlich fällt er in ein Loch und verschwindet. In einer zeitgenössischen Szene treffen wir Mami, die in einem Sanitärgeschäft arbeitet und Schwierigkeiten hat, ihre Karriere als Manga-Künstlerin aufrechtzuerhalten. Eines Tages lässt sie versehentlich das Wasser laufen und füllt eine Badewanne bis zum Rand. Zu ihrer Verblüffung erscheint Lucius in der Wanne und ringt nach Luft. Sie schaffen es, miteinander zu kommunizieren, während sich der Geschäftsleiter über den seltsamen Mann beschwert und Mami und Lucius die Gelegenheit gibt, miteinander zu interagieren. Lucius bittet um eine Führung durch das Geschäft und bietet ihr eine Münze an. Trotz der Sprachbarriere kommt Mami dem nach und zeigt ihm herum. Lucius ist fasziniert von den Urinalen und spekuliert, dass bedrucktes Toilettenpapier das Geheimnis des Erfolgs des flachgesichtigen Stammes birgt. Am meisten jedoch fesselt ihn ein Bidet, das ihn in einen Zustand der Glückseligkeit versetzt, wenn er es benutzt.
Von allem, was er erlebt hat, inspiriert, kehrt er nach Rom zurück und errichtet das größte Badehaus, das die Welt je gesehen hat, für den Kaiser. Dieses bemerkenswerte Etablissement verfügt über eine Toilette mit kontinuierlicher Wasserversorgung für die persönliche Hygiene, eine Wanne mit Blasen, die von Sklaven durch ein Rohr erzeugt werden, ein leuchtendes Aquarium und duftende Kerzen. Seine Leistung übertrifft die Erwartungen des Kaisers und bringt ihm eine besondere Halskette ein, die mit einer markanten Skulptur mit sowohl Hunde- als auch menschenähnlichen Elementen verziert ist. Eifrig, seine Leistung mit seiner Frau zu teilen, eilt Lucius nach Hause, nur um sie in einem intimen Beisammensein mit seinem engsten Freund anzutreffen. In der Zwischenzeit kehrt Mami in die Zukunft in ihre kleine Heimatstadt zurück, nachdem sie wiederholt daran gescheitert ist, Ideen für einen fesselnden Manga zu entwickeln und ihren Teilzeitjob verloren hat. Sie nimmt eine Stelle in einem örtlichen Badehaus an und vertieft sich in das Studium der antiken römischen Geschichte. Die Münze, die ihr von Lucius gegeben wurde, und sein plötzliches Verschwinden wecken ihre Neugier und lassen sie sich fragen, ob er eine Person aus ferner Vergangenheit sein könnte. Zurück in Rom ist Lucius, von der Untreue seiner Frau zutiefst erschüttert, jeglicher Lebensfreude beraubt. Eines Tages nähert sich ihm ein Bote mit Sorgen bezüglich des Kaisers. Es scheint, dass der Kaiser vor kurzem seinen Sohn verloren hat und glaubt, dass ein Krokodil die Reinkarnation seines Kindes ist. Er überträgt Lucius die Aufgabe, einen Ort zu entwerfen, an dem dieses Krokodil untergebracht und versorgt werden kann, unter der Bedingung, dass all seine Bedürfnisse erfüllt werden müssen. Lucius muss äußerst vorsichtig vorgehen, denn wenn dem Krokodil etwas zustoßen sollte, würde er die Schuld tragen und schwere Konsequenzen als nationaler Verbrecher tragen. Nach diesem Vorfall begibt sich Lucius wie gefordert ins Badehaus des Kaisers, um den Wasserfluss zu überprüfen. Als er jedoch in die Wanne steigt, wird er unerwartet zum dritten Mal in die Zukunft katapultiert. Er taucht aus dem Wasser auf und findet sich in einem Käfig umgeben von Krokodilen wieder und stellt fest, dass er sich jetzt in einem Krokodilschutzgebiet befindet. Gleichzeitig ist auch Mami im Schutzgebiet mit einem Date, das sie unattraktiv findet. Sie bemüht sich, ihren Begleiter loszuwerden, und ist überglücklich, als sie Lucius im Käfig entdeckt. Sie befreit ihn und bietet ihm eine Führung durch das Schutzgebiet an, ohne Rücksicht auf ihr vorheriges Date. Lucius erwirbt das Wissen, das er benötigt, um sich angemessen um Krokodile zu kümmern und eine geeignete Umgebung für sie zu schaffen. Mami führt ihn auch in das Bogenschießen ein, um ihren Verdacht zu bestätigen, dass er tatsächlich ein römischer Mann sein könnte. Lucius trifft beeindruckend alle Ziele und bestätigt ihre Vermutung. Schließlich stößt er auf eine heiße Quelle, die ihn in seine eigene Zeit zurückbringt. Ein paar Monate später schafft der Kaiser erfolgreich eine ideale Umgebung für seinen Krokodilsohn und beginnt, Lucius als geliebtes Mitglied seiner Familie zu behandeln, indem er ihn häufig in den Palast einlädt. Die Stadt blüht auf, bis der Kaiser Nachrichten von Rebellionen erhält, die einen Angriff auf seine Truppen starten. Sie äußern tiefes Missfallen über seine Führung und sind entschlossen, ihn um jeden Preis von der Macht zu entfernen. Der Konflikt zwischen den Truppen des Kaisers und den Rebellen tobt in einem zermürbenden Kampf, der über ein Jahr dauert. Zu diesem Zeitpunkt erwägt der gealterte Kaiser den Ruhestand und beabsichtigt, den Thron an seinen Neffen Seionius weiterzugeben. Seionius erstes Projekt als Kaiser beinhaltet den Bau eines neuen Badehauses, um sich die Gunst des Volkes zu sichern. Folglich sucht der Kaiser Lucius Unterstützung bei diesem Vorhaben. Dies stellt Lucius vor ein Dilemma, da seine Werte nicht mit denen von Seionius übereinstimmen, der als arrogant und stolz wahrgenommen wird. Lucius erkennt, dass, wenn Seionius den Thron besteigt, dies das Verderben für das Römische Reich bedeuten würde. Nach sorgfältiger Überlegung nähert sich Lucius Seionius und lehnt fest ab, an dem Projekt mitzuarbeiten. Seionius erinnert ihn daran, dass der Widerstand gegen den Kaiser Hochverrat bedeutet, der mit dem Tod bestraft wird. Dennoch bleibt Lucius in seiner Entscheidung standhaft. Er nähert sich einem anderen Architekten und bittet ihn, das Projekt zu übernehmen, aber dieser Architekt ist wütend auf Lucius, weil er seine finanziellen Schwierigkeiten verursacht hat. Es kommt zu einem hitzigen Streit, der damit endet, dass Lucius in einen Brunnen gestoßen wird. In der folgenden Szene findet sich Lucius erneut bei dem flachgesichtigen Stamm wieder. Verletzt und schmerzgeplagt kümmern sie sich um ihn, als wäre er einer von ihnen. Sie führen ihn zu einer heißen Quelle, von der angenommen wird, dass sie heilende Eigenschaften hat, wenn man in ihr badet. Sie bieten ihm auch fermentierten Alkohol an, der seine Kehle verbrennt. Hier trifft Lucius auf Mami, die gelernt hat, einfaches Latein zu sprechen. Sie erkundigt sich nach seinem Namen, aber Lucius, berauscht, fällt auf sie, und die beiden stürzen in den See.
Als sie wieder zu sich kommen, finden sie sich in Rom wieder, was Mami erstaunt. Sie erfährt, dass Lucius für die Missachtung der Befehle des Kaisers hingerichtet werden soll. Besorgt versucht sie, ihn zu überreden, das Projekt anzunehmen, aber ihre Bemühungen sind vergeblich. Lucius macht sich mit seinen Habseligkeiten auf den Weg, um sein Leben zu schützen. Währenddessen in Japan machen sich die Gruppe älterer Männer auf die Suche nach Mami, landen jedoch ebenfalls im selben See. Wie Lucius geraten auch sie in einen Strudel und werden zurück in die Zeit transportiert. Während Lucius in eine andere Stadt reist, stößt er auf eine natürliche heiße Quelle auf einem Hügel. Unter Berufung auf die Pflege, die er von dem flachgesichtigen Stamm erhalten hat, sieht er die Quelle als wertvolle Ressource zur Heilung der verwundeten Soldaten des Kaisers. Er eilt, um seine Idee mit Mami zu teilen, die zustimmt. Anschließend tritt Lucius an den Kaiser heran, präsentiert seine Vision und behauptet, dass Antonius ihm befohlen hat, die Quelle zu schaffen. Antonius, ein geeigneterer Thronerbe als Seionius, ist Lucius' bevorzugte Wahl, um sein Ansehen in den Augen des Kaisers zu steigern. Nach Erhalt der Genehmigung zur Entwicklung der Quelle beginnen Lucius, Mami und der flachgesichtige Stamm mit ihrer Arbeit. In wenigen Stunden errichten sie die erste Hütte. Im Laufe der Zeit entstehen zahlreiche Häuser rund um die heiße Quelle, die zu einem wichtigen Erholungspunkt für die Soldaten wird. Der Stamm kümmert sich um die Verwundeten und fördert ihre rasche Genesung, indem sie ihr Wissen über moderne Medizin einsetzen. Monate später siegen die Soldaten in ihrem Kampf gegen die Rebellen. Sie feiern mit Freude, geben sich dem Trinken und Tanzen hin. Lucius und Mami führen in dieser Zeit ein intimes Gespräch und haben durch ihre gemeinsamen Anstrengungen tiefe Gefühle füreinander entwickelt. Lucius erlebt ein Glück, wie er es noch nie zuvor gekannt hat, aber diese Freude ist von kurzer Dauer, da der flachgesichtige Stamm plötzlich verschwindet. Auch Mami beginnt aus seiner Sicht zu verblassen, aber bevor sie vollständig verschwindet, teilt er ihr mit, dass es mehrere Wege nach Rom gibt. In der anschließenden Szene ernennt der Kaiser Antonius zu seinem Berater und Lucius wird vor der Öffentlichkeit für seine Tapferkeit im Kampf geehrt. Die Menschen erkennen, dass ohne ihn der Sieg in greifbarer Nähe geblieben wäre. Der Film endet mit Lucius und Mami, die ihre Liebe umarmen und ein neues Leben in Japan beginnen, während sie sich erneut vereinen, während sie den Sonnenuntergang betrachten, während sie in einem modernen japanischen Bad sitzen. Der Film endet mit einem Gefühl der Hoffnung und der Idee, dass kultureller Austausch positive Veränderungen herbeiführen und das Leben der Menschen bereichern kann.